Ich hab gelernt, ganz offen über Gefühle zu reden. Heike wollte immer einen modernen Mann. In der Mutter-Kind-Turnstunde kenn ich jetzt jeden. Dort lauf ich auf Socken und sing den Biber Butzemann. Ich war mit Heike im Yoga-Schwangerschaftskurs. Steh nachts auf, wenn eine Kleine weint. Ich bin die Zahn, die Schnuller und die Schwimmflügelfee. Jemand, dem Hello Kitty im Traum erscheint. Heike hat Brigitte wegen einer Prämie, obwohl ich nicht wollt, auf meinen Namen abonniert. Bin ich wirklich so modern oder nur gut dressiert? Was ist mit mir als Mann passiert? Bekommst du das überhaupt noch mit? Manchmal glaub ich, wir leben als Paar zu dritt und das irgendwie jeder nur für sich. Meine Frau, ihr Mann und ich. Meine Frau, ihr Mann und ich. Und ich? Naja. Bei Ihnen in der Beziehung soweit alles okay? Glückwunsch, schön. Großes Glück, ja. Ich hab völlig verlernt, im Stehen zu pinkeln. Sogar im Wald hock ich mich hin, das ist doch nett. 11 von 10 Frauen wird mir Kind anvertrauen. Doch keine von denen ging mit mir ins Bett. Ich steh vor dem Spiegel, wer ist denn dieser Knecht da? Statt Tatort zu schauen, heult er bei Rosamunde Pilcher. Bin ich wirklich so modern oder nur gut dressiert? Was ist mit mir als Mann passiert? Bekommst du das überhaupt noch mit? Manchmal glaub ich, wir leben als Paar zu dritt und das irgendwie jeder nur für sich. Meine Frau, ihr Mann und ich. Meine Frau, ihr Mann und ich. Und ich. Soweit ist ja noch alles okay. Jetzt kommt ja für Jan erst die entscheidende Neuerung an seiner Situation. Gestern habe ich Heike mit einem Typen erwischt. So ein Türsteher-Typ, der andere Leute verdrischt. All die Jahre hat mich Heike zum Weichei erzogen. Und jetzt poppt sie einen Primaten auf den Küchenboden. Und irgendwas bekomme ich gerade nicht mit. Und jetzt weiß ich, wir leben wirklich zu dritt. Was ihr Frauen eigentlich wollt, kapier ich nicht. Meine Frau, ihr Typ und ich. Meine Frau, ihr Typ und